Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Trust and Betrayal. Heute sind wir nicht mehr alleine. Ich meine, die letzten Folgen waren ja schon genug alleine hier. Wir sind mit Karten und Frame unterwegs. Hallihallo. Hi. Hallo. Ja, Frame meinte gerade, es ist sehr traurig, dass er hier meine ganzen Sachen nicht gesehen hat. Ja, und deshalb wollte ich mir das alles heute angucken. Schau ich auch gleich mal. Bin ja auch in der Nähe. Genau, schaut sich's mal an und es ist schon größer als dein Hausframe. Keine Sorge. Also mein Haus ist natürlich auch wieder gewachsen. Ja, meins auch. Gerade. Und das ist der Innenhof, Alter. Der Innenhof. Moment. Oh. Da wird die Karte schon geupdatet. Achso, das ist Frame. Okay. Oh Gott. Na? Oha. Hab ich zu viel versprochen? Moment, lass mal kurz schauen. Ja, es ist größer als mein Haus. Ach du Schande. Du warst fleißig. Ja, ne? Habe ich zu viel versprochen? Krass, das Scheiß. Die sind fertig, die Türme? So klein? Ja, für den Anfang mal. So, okay. Ich muss erstmal den Boden hinbekommen, ne? Ich habe zu wenig Erde für. Alter Schwede. Also ich habe mir da zwar vieles gedacht, aber so groß. Hast du nicht gedacht, ne? Nee. Alter Schwede, okay. Das ist echt krass. Hier unten hast du gleich einen Monster-Spawner. Ja, also wenn ich kein Licht mache, dann habe ich sicher gleich einen Monster-Spawner draus. Ja. Aber ich finde es recht gut, ne? Also ja, ist halt ein Großprojekt und ich habe dir extra noch gesagt in der Aufnahme, ey Alter, es kann nicht sein, dass dein Haus das größte ist. Ne? Ich habe es dir extra noch gesagt. Ja, meins ist ja auch noch lange nicht fertig, ne? Ja, meins auch nicht, keine Sorge. Das ist ja nur der Innenhof gerade. Ja, wirklich! Die Außentürme werden doppelt so groß. Das ist eine Sache, auf jeden Fall. Was man den Zuschauern nochmal sagen wollte, So, jetzt hab ich's. Gerade waren noch Verdemus und Vitawolf auf dem Server, wollten die eigentlich umhauen. Aber ja. Die wollten nicht umgehauen werden. Ja, man muss aber auch dazu sagen, erstens, wir wollten sie umhauen, weil Verdemus nicht im Nahkampf kämpfen kann. Richtig, der hat den aktuellen Fluch. Für 7 Folgen, glaube ich, ist es, ne? Ja. Boah. 7 Folgen. Bitter. Alter, das ist echt übel. Mann, hat jemand von euch Cobblestone? Ich meine, okay, Ratamun hat es mir erlaubt, aber ich habe mir letzte Folge schon 700 Stück von ihm geholt. Also. 700. Ja. Ich habe keinen Cobblestone und es ist aus. Ich hab nichts mehr. Nicht mal mehr die 700 von Rata sind da. Also mit 700 kann ich garantiert nicht dienen. Schade. Ja, ich meine, hallo, man braucht halt viele für die Türme, ne? Das ist. Das stimmt, ja. Das stimmt. Kahn, wo steckst du gerade? Ich brauche 40 Stück pro Turm. 40 Stück pro Turm, alleine nur für die Umrandung. Das heißt, ich brauche knapp. Ja. 80 Stück pro Turm insgesamt, denke ich. Okay. Krasser Scheiß. Und ich habe 24 Türme. Ja, mit einer guten Spitzhacke lässt sich das ja ganz gut farmen, aber. Aber trotzdem. Obwohl, sowas würde ich eigentlich. Doch, wir haben richtig viele. Du musst zum roten Ressourcenlager gehen. Das ist östlich von meinem Haus. So ein kleines. So ein kleines Cobblestone-Haus. Da ist noch ganz viel Cobblestone drin. Okay. Na, ich gehe einfach zu Ratamun und sag ihm das dann. Oh, jetzt bin ich einfach durch dein Haus gegangen. Klopf, klopf. Achso, bist du bei mir? Ja, herein. Ich bin schon so intuitiv reingegangen. Hallo. Hi. Moment. Was? Deine Rüstung? Hä? Was ist das? Ach so, ich hab die Amnetist-Rüstung schon. Wir waren ja letztens im Promised Land. Ah, ihr habt das geschafft? Ihr habt das geschafft? Ja. Alter, hast du 74 Leben? Richtig. AP? Ja. Krass, ne? Maximum. Kranker Scheiß. Weißt du, wie ich das erreicht hab? Wie? Durch viele, viele Klone. Ach, das ist gerade ein Klon? Ja klar, oder wie? Das ist ein zweiter Klon. Schon gemein, oh, oder? Krass. 24 Leben. Ohne Witz, er spielt als Klon rum, das heißt, wenn er getötet wird, stirbt nicht er, sondern sein Klon, voll behindert. Also ich meine, eigentlich voll gut, aber irgendwie... Hm. Okay, Ratamuns Maschinerie. Ach, jetzt geht's erst los, oder was? Hä? Ratamuns Maschinerie geht nicht mehr. Was? Hast du was kaputt gemacht? Nein, ich hab Rechtsklick gedrückt, hab Cobblestone angegeben. Und normalerweise bringt der mir die Cobblestones hierher, aber irgendwie.
bringt da keine Cobblestones in die Kiste. Okay. Seltsam. Das hab ich jetzt gerade. Und alle Kisten sind leer bei ihm. Alter. Da stimmt was nicht. Irgendwas stimmt bei seinem Haus nicht. Das kann wirklich nicht sein. Ja, Leute, ihr habt gesehen, ich habe nichts getan. Ich war nur drin und hab geschaut wegen Cobblestone. Nee, ich meine jetzt meine Zuschauer. Wir sehen das ja. So, okay. Frame, wo meintest du, ist jetzt so ein Mini-Cobblestone-Haus, wo viel Cobblestone ist? Östlich von meinem Haus. Also einfach da die Klippe runter. Da sind auch so ganz viele Löcher von den Minions und da steht so ein kleines Haus. Oh, du hast einen Jump'n'Run gebaut. Das finde ich süß. Nein, das ist kein Jump'n'Run. Oh ja, guck mal, ich schaff's nicht. Ach, genau, ich weiß, was ich heute noch machen wollte. Wollte mein Luftschiff weiterbauen. Ich hab das Jump'n'Run geschafft. So, okay. Also, das ist ganz spannend, ich angle. Wem gehört denn das? Das Cobblestone-Haus. Warum angelst du? Das Fische. Gebratene Fische oder normale? Ja, wem und? Ich muss brauche eine Katze. Ganz kurz. Ich darf mir jetzt also Cobblestones aus den Kisten nehmen. Ja. Wie viel denn? Wie du willst. Dafür sind die da. Bam. Okay, die Kiste ist leer. Das sind mehrere Kisten, ne? Okay, ich habe nur eine Kiste gesehen, außerhalb des Hauses. Nee, in dem Haus selber. Ja, und außerhalb des Hauses steht auch eine Doppelkiste. Ja. Das sind alles die Minions, die es holen, deshalb. Ach, so ist das. Okay, ich habe jetzt wieder das Inventar voll mit Cobblestone, sollte ausreichen. Okay, gut. Aber Erde habe ich auch zu wenig. Wirklich, das ist so schlimm. Eine Erde habe ich auch nicht. Ach, Karten, wenn du mal nochmal zu meinem Haus kommen willst, irgendwann hat sich wieder ein bisschen was getan. Schon wieder? Ja. Hast du Fische? Nee, aber Rothamon hat Fische. Aber du warst am Monat gebraten, ne? Ich brauche halt normale, weil die Katzen brauchen rohen Fisch zum Futtern. Ach so, ja, stimmt. Schade aber auch, ne? Ja. Oh, warte mal. Fisch. Oder geben die Piranhas da unten auch Fische, wenn ich die töte? Die Piranhas? Ja, das teste ich mal aus. Oder sind das bloß diese Anemonen? Ne, das sind Piranhas. Ne, was sind das jetzt? Was bist du? That's the question. Egal, ich töte einfach mal. So, ich mach gerade kurz schnell an den das auch. Türmen Anemone. Weiter. Okay. Wie komme ich denn in dieses Promised Land? In der Nähe vom Tropicraft Portal müsste das Ding Portal sein. Vom also Promised am Spawn Land. Oder was? Ja. Okay, und wie komme ich wieder raus? Du musst einfach wieder runterfallen. Okay. Ja, stimmt. Aber dann bist du 4000 Blöcke weg, ne? Ja, dann bist du in der Nähe vom Spawn wieder. Da kannst du dann wieder zurückfliegen. Also bist du schon im Promised Land oder warum? Nee, noch nicht. Ich wollte vorher fragen. Nachher braucht man irgendwas oder so. Nee, das ist nicht wie das Tropicraft Portal, wo du einen Pinocolada brauchst. Also einfach runterfallen lassen. Das stirbt man nicht. Hallo? Genau, nee, das stirbt man nicht. Okay. Du würdest halt durch Fallschaden sterben, theoretisch. Aber da wir ja alle keinen Fallschaden bekommen, hat sich das erledigt. Du kannst auch einfach ganz normal wieder durchs Portal gehen. Also, das wäre auch kein Problem. Kaden, lebst du mit Maru zusammen? Nee, ne? Nee. Ach, Moment, Kaden, das ist dein Haus mit dem Enchantment, gell? Mit dem Enchantment-Table da, wo man die Level verliert und wieder bekommt und so. Ja, genau, das ist mein Haus. Kannst du mir vielleicht ein paar Level borgen? Ich hab keine. Klar. Ich hab nur 22, ich brauche aber 28, um meine Schaufel zu reparieren. Klar, geh hin. Nimm mir ein bisschen was. Dankeschön. Wie nehme ich mir was raus? Ich weiß nur immer, wie man es verliert, aber... Geh runter in den Keller, da siehst du diesen großen Tank mit dieser gelb-grünen Flüssigkeit. Wenn du nichts in die Hand nehmen und rechtsklicken, dann kriegst du pro Rechtsklick kriegst du ein Level. Oh, ich hab... Hä? Wenn ich drüber gehe, sollte ich da nicht eigentlich Level verlieren? Eigentlich schon, außer der Tank ist voll. Ich habe 57 Level. Bett? Ja. Wie? Hä, bist du bei mir? Ja, hier. Ach, als Fledermaus, so, jetzt da. Das kann mal passieren. Ich bin als Fledermaus da. Scheiße, ach so. Tut mir leid, ja, das war, weil ich alleine aufgenommen habe und keiner drauf war. Da habe ich gesagt, hey, ich kann als Fledermaus rein. Was ist das denn hier? Hier steht so ein Dial-Device und ein Portal-Modifier. Und der geht zum Tropico, hä? Tropico ist ein anderes. Okay. Da wollte jemand kein Pinocolada mehr verbrauchen und hat sich von Enhanced Portals wohl ein Ding gemacht. Ein Portal. Das ist auch schlau. Das ist super schlau. Vielleicht war das auch Chico, weil Chico kennt sich mit den Portalen aus. Außer Nephias hat das auch gemacht, weil ich glaube, der hat sich auch da eingelesen. Einer von den beiden wird wahrscheinlich gewesen sein. Wie euch in alle Mods einfach mal reinliest, ey. Ich hab das Portal gefunden. Das ist toll. Also dann, jetzt wird's spannend, ja? Promised. Wo gehst du? Promised? Vorsicht vor den
Feenwespen oder so. Ich weiß nicht, ob die noch da sind. Boah, den Alter Feenwespen? Schwede. Oh Gott. Ihr flieg einfach mal rein. Dann wirst du sehen, was das, ich meine. Das sind normale Pixies, ne? Ja. Jein. Eigentlich sollten die Pixies weg sein, weil wir sie ausgestellt haben. Eigentlich. Aber die wurden irgendwie durch Wespen ersetzt. Alter. Und du kriegst ziemliche Lecks. Alter. Ich bin einmal komplett durchgefallen. Wie durchgefallen? What? Ach, durchgefallen in der Schule? Nicht schlecht. Sitzen geblieben. Nein. Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Lass mich doch reden, ey. Was soll denn das, ey? Ach, oh. Gott. So? Bist du wieder in der normalen Welt oder im Promised Land noch? War ich mich gerade auch. Er ist durchgefallen und ist trotzdem noch im Promised Land. Das nenne ich mal cool. Nein, ich bin wieder in der normalen Welt. Okay, bist das war vermutlich so etwas östlich vom Spawn. Ja. Einfach dahin fliegen und den Teleporter nehmen. Und genau. Dann bist du wieder da. Wo ist denn meine Diamantschaufel? Ich habe mir doch extra eine Diamantschaufel letztens noch gemacht, damit ich das vereinen kann. Da, das Leck war mir gerade so krass, als er drin war. Ja, das dauert halt ein bisschen, dass sich dein PC drauf einstellt. Trotzdem. Boah, wie viele Wespen da sind. Das sind eigentlich alles Pixies. Wenn du die, stimmt, ich hätte auch gleich mein Pixie zeigen können, weil ich kann mich daran morphen. Inzwischen. Oh, das ist cool. So, 5 Fische reichen doch wahrscheinlich für einen Ozelot, oder? Eigentlich schon, ja. Gut, dann höre ich jetzt nämlich mit dem Angeln auf. Das Alter, du wird's nicht mehr. Ist das geil. Da ich bei dir ins Haus gegangen bin, hatte ich 57 Level. Das bedeutet wiederum für mich, dass ich jetzt 2 Sachen reparieren kann. Meine Schaufel und meine Spitzhacke. Okay. Awesome shit. Sag mal, das ist doch der Vorraum, oder? Dort, wo man reinkommt und die Level verliert. Bei dir. Ja. Ist der Vorraum, das heißt, ich darf da immer rein, oder? In den Vorraum darfst du schon, ja. Oh, ist das geil, Alter, mach ich jedes Mal. Irgendwann ist der Tank dann leer, ne, by the way, so. Es verbraucht eigentlich den Tank nicht durch diesen Glitch. Ja, durch den Glitch nicht irgendwie. Das finde ich ganz komisch. Ich weiß also nicht genau, was da schief geht. Also, ich finde es toll. Ich habe alle meine Level verloren. Normal. Ja, das ist ein Anzeigefehler. Das hatten wir auch alle. Ist auch, wir hatten auch die Herzen alle verloren, ja, glaube ich. Ja, genau. Ja, das ist aber auch in der Hölle so. Also, egal in welches Portal du gehst, du hast automatisch keine Herzen mehr extra. Nur halt im Anzeige. So, wenn dich jemand angreift, schon noch, aber... Ja, wenn du wieder Schaden kriegst, dann ist wieder alles voll. Ja, genau. Ich glück die Kokosnuss. Okay. Und was mir aufgefallen ist, wenn du vergiftet bist, zeigt es deine extra Herzen über deine normalen Herzen an. Das stimmt, ja. Ja, das ist. So habe ich dieses eine Bild gemacht mit den 635 Herzen. Alter, ist. Was? 635 Herzen? What the fuck ist los? Ja, da habe ich ein bisschen übertrieben mit einem Bug. Okay. Das habe ich aber im Singleplayer gemacht, um es mal zu zeigen, wie extrem man den Bug ausnutzen kann. Ja, ne? Und seitdem hatten wir die Regel, dass wir nicht mehr als 75 Herzen. Ja. Richtig. HP, nicht Herzen. HP, stimmt. Das ist nämlich die Hälfte. Richtig, ist ein gravierender Unterschied. Tomorrow meint, hier sind irgendwo Katzen, aber ich sehe keine. Krass. Vielleicht bist du dann weg. Oder so. Ich hab 13 FPS, wenn es hochkommt. Hat jemand von euch eine bessere Lumberjack-Axe? Jetzt so. Ich hätte eine noch. Ich habe nämlich nur die ganz Standard. Wie macht man sich eigentlich eine? Also ich habe keine Smeltery noch, aber... So, ja, mit Smeltery wäre es sogar besser. Also das ja, meine ich ja. Und deswegen sage ich ja, wie macht man sich denn eine mit der Smeltery? Kann ich nicht... Ich kann ja die im Gemeinschaftshaus verwenden. Muss man nur sagen, wie die geht. Du musst halt die entsprechenden Formen verwenden. Du kannst in der Toolforge nachschauen, was für Förmchen du brauchst. Da bin ich ja komplett falsch. Okay. Ich hoffe, im Gemeinschaftshaus ist auch eine Toolforge. Das kannst du die Lumberjack-Axe auswählen und dann siehst du, was für Teile du brauchst, um das zu machen. Ach so. Nein. Oh, ich hasse es, ey. Meine Güte. Hast du gerade gesagt, du hasst das Leben? Nein, ich hasse diese Motivation. So. Weil es so laggt, oder was? Ja. Weiß jemand, wo wir hier einen Dschungel haben, vielleicht? Ich war schon mal in einem Dschungel, glaube ich. Ich bin mir nicht mal mehr so sicher, oder... Wo ist hier einer? Oder es war im Singleplayer. Ich habe keine Ahnung mehr. Nee. Ich habe leider keine Ahnung. Kann gleich mal nachschauen. Na, schau mal nach. Ich glaube, es war einer ziemlich in der Nähe auch von der Safe Zone. Aber ich falle gerade noch hier. Ins Unendliche und noch viel weiter. Dann fall mal. Das ist Alter, das ist kein Dschungel. Weil er das gerade gesagt hat, wir könnten ja theoretisch irgendwelche Filmzitate nehmen und dann in die, sagen, hey, schreibt in die Kommentare, zu welchem Film was gehört. Wäre doch mal richtig geil. Ein Filmquiz.
Das wäre ein abonnentenaktives oder interaktives Filmquiz, genau. Gleich interaktiv. Ja klar! Oh Gott, jetzt habe ich so ein. Mal, warum ist denn das bitte in meiner YouTube-Playlist? Weißt du, ich habe mir von der YouTube-Bibliothek was runtergeladen, ne? Mhm. Und dann kommt ohne Witz, von wegen guten Abend, gute Nacht, dieses Lied ist dabei. Mir hit Rosen bedacht. Mir hit nix, mir hit stärkt. Ja, Alter, ohne Witz. Wir haben ja schon ziemlich spät. Oh, ich bin jetzt. Ja, stimmt. Ja, wir haben es schon ziemlich spät. Aber nicht so spät. Also, glaubt man mir, wenn ich sage, ich habe heute, nee, gestern, glaube ich, bis um 3:30, nee, 4 Uhr in der Früh oder so aufgenommen. Tap. Wow, okay. Das ist echt so lange. Ja. Was? Ich weiß nicht, ich habe 9 Folgen aufgenommen, die anderen haben 7 Folgen aufgenommen und haben dann aufgehört. Ich stecke fest, ich kann mich nicht mehr bewegen. Kann man dir irgendwie helfen? Kann mich nicht mehr offen. Okay. Das liegt natürlich an der Dimension. Er hat dich nämlich gerade ein bisschen, weißt du... Bist du noch im Promised Land? Hey, deswegen heißt es ja auch Betrayal. Er hat dich nämlich gerade betrogen. Wenn du dieses Portal reingehst, stirbst du. Bam! Das wär's, ne? Das war wirklich mies. Moment. Ich baue mal jetzt um Portal. Weil was ich am Anfang vorhatte, für die ganz Neuen, die kommen... Hä? Was ist los? Achso. Karten? Ja. Was ich vorhatte für die ganz Neuen, die kommen. Trust and Betrayal und so. Ich mache Advanced Genetics und zwar alle schlechten Eigenschaften, die man haben kann. Und gebe denen dann das Blut von. Wirklich. Gemein. Das ist so gemein, ne? Jetzt Katze, komm her. Ich hab lecker Fisch. Und das hatte ich eigentlich vor. So von wegen so, hey da! Kriegst dasselbe Blut wie ich, bla bla bla. Und in echt ist es das Blut von wegen, du wirst durchgehend vergiftet und weißt, so in der Art. Oder halt was Subtileres, wo man nicht gleich rausfindet, hey, das ist Scheißblut, sondern zum Beispiel, du verlierst doppelt so viele Herzen oder läufst halb so schnell und sowas. Das wäre total lustig einfach. Ja, aber dann lustig wäre es auf jeden Fall. Tun die jetzt schon leid. Ja, Katze, aber mehr. Noch hab ich's nicht. Also ich bin jetzt wieder aber zurück. Aber hey, kannst du die Katze nicht töten vielleicht? Ich bräuchte die Gene von. Ne, die habe ich doch schon. Die Creeper laufen von mir schon weg. Sagen. Nee, welche Gene brauche ich noch? Pferdegene brauche ich noch, genau. Weil das Jump-Gene eigentlich relativ... Na, egal. Hallo, bitte? Ich kann die Katze nicht zähmen. Ja. Wieso kann ich dich nicht zähmen? Du musst ihr Fische zu fressen geben? Ja, mache ich ja gerade, aber die will nichts mehr. Die hat Herzchen drüber, aber verwandelt sich nicht. Ja, dann okay, hol dir eine Leine und nimm sie mit. So, ich habe ein Safari-Net genommen. So, so geht's auch. Ich hätte es eigentlich mit einer Leine gemacht. Also, ich hätte sie an die Leine genommen und hätte gesagt, los, wuff, wuff, los. Weißt du, bei einer Katze, wuff, wuff. Wuff, wuff. Ja, ist klar. Ja, klar. Hat wer von euch Necrotic Bones oder irgendwie sowas in der Art? Ich hab keine mehr. Ich müsste, glaube ich, noch welche haben. Oder Wither Skeleton Skulls? Da habe ich einen, den gebe ich aber nicht her. Der ist von meinem Altar. Okay. Ich hab noch zwei. Ich habe einen Gleaver, der normalerweise Beheading hat, aber ich krieg einfach keine Wither Skeleton Skulls. Ich krieg sie einfach nicht. Wir haben doch letztens erst gesammelt. Ja, für einmal, für einen Wither. Ich brauche mehrere Wither. Oh mein Gott, also ich habe den Wither an dem Punkt schon 8-mal gemacht. Was hast du 8-mal gemacht? Den Wither. Ja, den habe ich bereits 2-mal gemacht. Wow, Frame. Was denn? Dein Haus. Was denn? Was denn? Ach, hier machst du ein Luftschiff? Ach, das ist cool. Ja, klar. Auch mit dem, auch selber steuerbar? Ja. Mit Archimedes Chips, geile Sache. Genau. Brauchst du ein paar Ballons? Ja. Ja, ich hab schon eine Wolf-Farm. Achso, hast du schon, okay. Cool. Okay. Alter, kannst du ja mal kurz mitkommen. Ich will ja nicht lügen, aber ich hab einen Wither-Skeleton-Skull. Einen einzigen. Ist ja nicht normal. Da muss man ein bisschen sammeln. Ja, und Skeleton-Skulls hab ich genug. Creeper-Skulls hab ich. Ich hab alle Skulls außer Wither-Skeletons, weil die einfach nur in der Hölle existieren und ich nicht so oft in der Hölle bin. Okay. Vorsicht, Stacheldraht. Elektrozaun. Stacheldraht? Was? Stacheldraht, was? Die kenn ich schon. Kennst du schon? Ja. Macht er dir keinen Schaden? Ah, doch. Okay. Wollte nur sicher gehen. So, hier mal. Nee, mir macht er keinen Schaden, weißt du? Ich bin so.
Gut gegen Elektro, weißt du ja. Das ist gut gegen Elektro. Ja. Das ist voll schick gemacht, vor allem mit dem PC, das ist ja cool. Ach, hier nimmst du eine Let's Plays auf, interessant. Ja. Das ist die Roomtour, Leute. So, Alter, ohne Witz, du müsstest mal, du müsstest mal deine Roomtour wirklich in Minecraft machen. Das heißt, deinen richtigen Raum in Echtgröße aufbauen in Minecraft. So wie bei The Jumper, kennst du ja vielleicht. The Jumper ist eine Adventure-Map, wo es ein Badezimmer gebaut haben und eine Toilette. Ach, und so. Dropper meinst und du? Dropper? Jumper, oder heißt die? Ja, Dropper, glaube ich. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Und das ist halt alles in Echtgröße gebaut worden. Alter, das müsstest du mal machen mit deiner Roomtour und sagen, hey, okay, das hier ist das beste Zimmer. Das Arbeitsschwein, ja. In dem man aufnehmen kann. Das wäre richtig geil. Das heißt ja wirklich so. Ja, klar. Das Arbeitsschwein. Arbeitsschwein? Wie geil ist das denn? Hast du... Hä? Coole Sache. Wie, was, yeah, was jetzt Arbeitsschwein? Hm? Ich habe ja aber keinen Namen, oder? Nee, das, nee. Das Schwein hier heißt das Arbeitsschwein, weil es... Er hat das Arbeitsschwein genannt? Ja. Original. Ach, du hast eine Wolf. Warum bist du so gemein? Was ist los? Das läuft schon seit mehreren Folgen. Ganz Zeit. Auf diesen... Folgen, Tagen, Wochen. Ja. Bestimmt schon. Eine Woche bestimmt schon, oder? Ja. Ja, mindestens. Das arme Schwein. Ein Schwein gehabt, ne? Oh Mann. Aber das hier ist mein echtes Ich. Oh Mann, ey. Das ist das ist ein echtes Ich. Das ist der erste Klon, das ist so der Klon, oder wie? Okay, genau, okay, Frame, dass du ihm das jetzt verraten hast, ne? Wir töten jetzt nur noch dein echtes Ich. Nein! Das ist dein Klon gekillt. Ich spendiere dir was, ja? Und zwar einmal bitte rechts zwingen. Spendiere dir einen Klon. Oh mein Gott, ein eigener Klon. Kann ich auch einen haben? Cool. Huch. Nee, ich hab nicht mehr so viel Zeug dafür. Aber, okay. Moment, das war mein echtes Ich, ne? Dann könnte ich... Ah ne, das machen wir später. Hast du Emeralde? Ich hab Emeralde. Weiß ich nicht, muss ich schauen. Ich wollte sowieso noch Villager suchen gehen, weil ich brauche einen Villager. Ich muss einen Dämonen beschwören. Was brauchst du für Dämonen beschwören? Einen Villager, unter anderem. Ja, und warum? Ich meine, was wird da... Der Villager wird zum Dämon. Bitte was? Ja. So wie ich es gesagt habe. So, und deswegen brauche ich eigentlich noch... Nein, die Katze kommt später. Ich brauche zuerst den Dämonen eigentlich. Verdammt, das habe ich falsch rum gemacht. Warum brauchst du denn eine Katze? Also was machst du denn dann mit dem Dämon? Die Katze brauche ich, um Flüche zu machen. Ich brauche ein Katzenvertrauen. Witchery, also, oder was? Ja, für Witchery. Okay, machst du auch Necromancy oder so? Habe ich noch nicht gemacht. Finde ich jetzt eigentlich persönlich nicht so sinnvoll, weil die Minions, die können ja nicht fliegen und die Kämpfe werden vermutlich oft in der Luft stattfinden und nicht am Boden. Deswegen finde ich die jetzt nicht so praktisch. Was? Weil ich glaube, davon kann keins fliegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann soll man es einbauen, dass die fliegen können. Mit keinen Rucksack. Ja, aber du kannst mit Witchery sein. Voodoo machen, gell? Ich weiß. Gut, dass ich geschützt bin gegen Voodoo. Ach Gott, deswegen lasse ich Chiki auch nicht an meine Betten. An deine Betten? Ja, weil man da das Zeug von... die braucht ja irgendwas von dir und an. Wenn sie ihr Taglock an deinem Bett verwendet, dann kann sie dich, verhexen. Aha, ich hab noch kein Bett. Also bin ich immer safe, oder was? Die kann es auch von dir direkt nehmen, bloß dann merkst du es. Bloß dann steht es im Chat und du weißt, dass es gemacht hat. Dann bringe ich sie sofort um, einfach. Mein Ernst? Gold. Was? Die ist Team Gold. Ja, egal. Plus 87 Deck Damage, One-Hit. Knallhart hier. Dann hat sie mein Zeug nicht mehr, oder? Theoretisch. Naja, One-Hit ist er nicht. Kommt drauf an. Nicht? Plus 87 Deck Damage? Muss noch dazu rechnen, dass sie wahrscheinlich Resistance hat. Heißt, also Resistance 2 haben wir doch durch die Gene. Heißt, minus 40%, wurde mir gesagt. Minus 40%? Ja gut, dann 2 Hits. Oder 3. Ja. Ich meine, ich mach glaube ich 16 Herzen Schaden oder so. 16 Herzen Schaden, greife ich dreimal an, ist sie tot. Fertig. Ja. Du verkackte Katze, hast du alle meine Fische gefressen? Ist aber ohne Witz, ne? Wenn das irgendjemand bei mir macht, egal ob Team oder nicht, ich töte ihn sofort. So, was läuft nicht an? Ich bin total gegen Voodoo. Okay. Ich trau mich nicht mehr in deine Nähe. Muss ich nochmal angeln gehen? Was gibt's da? Gibt's hier einen Autofischer oder so? Wir haben doch Mine Factory drauf. Auto. Ja, Autofischer gibt's schon, aber den hat auch Rata und nur der gibt nur gebratene, soviel ich weiß, ne?
Ach, fu. Oder brät das immer selber, ich weiß es nicht. Na, der Auto-Enchanter. Ich glaube kaum, dass der über 900 Fische selbst gebraten hat. Der hat einen Electric Furnace, also das geht alles ziemlich schnell. Ich habe auch einen Redstone Furnace, ist der langsamer als Electric? Weiß ich nicht. Fischer. Wenn ja, dann... Das ist okay. Ich den halt mal. Mann, ihr habt nicht zufällig Erde oder so? Jetzt kommst du mit hier ganz komischen Sachen. Erde und das ist in Minecraft. Alter, ich sehe deine Burg von meinem Haus aus. Geht's eigentlich noch? Ja, by the way, ne? Die Burg wird noch größer. Das heißt, es ist nur der Innenhof. Das heißt, so ungefähr... Das heißt, so ungefähr 10 Blöcke weiter weg von da. Das heißt, so ungefähr hier ein Block, zwei Block, drei Block, vier Block, fünf Block, sechs Block, sieben Block, acht Block. Ich glaube, wir haben es kapiert. So ungefähr. Ungefähr von da fängt dann noch ein Turm an, der dann 20 mal 20 groß ist. Also hier direkt, hier da, wo ich jetzt gerade stehe, ist dann ein Turm, der 20 mal 20 hoch ist. Das sind ja rosige Aussichten. Ja, du hast dann eine sehr schöne Aussicht auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich würd alle meine Fenster barrikadieren, damit ich das nicht mehr sehen muss. Ja. So. Ja, aber das wird noch einige Folgen dauern, weil selbst mit meiner Effizienz 3 Schaufel, weil irgendwie kriege ich keine Effizienz 4 drauf, keine Ahnung. Selbst mit der Schaufel brauche ich Jahre, um so viel Erde zu sammeln. Was? Ja, dann. Du kannst übrigens deine Minions auch Erde sammeln lassen. Stimmt. Die Minions arbeiten nicht richtig. Weil ich wahrscheinlich immer den Junk verlasse oder so. Aber kann ich bei denen einstellen, dass sie nur Erde sammeln? Nee, ne? Kannst, wenn du eigentlich nur auf Dick gehst, dann kannst du eigentlich die ersten drei Schichten so abbauen lassen, was meistens nur Erde ist. Ach ja, stimmt ja, ey, Mann, das mache ich jetzt mal ganz schnell. Wobei, die Folge ist gleich zu Ende. Nehmt ihr dann noch eine auf? Ach ja, wenn wir gerade so schön dabei sind. Okay, dann nehmen wir noch eine auf. Ja, dann kann ich beginnen damit. So, wo ist denn der Master Stuff von, Peter Wolf? Master Stuff? Ja, der Master Stuff, mit dem man Minions aufruft, habe ich vom Peter Wolf geklaut. Ach so. Ich habe ihn Framer dem umgebracht, also wir beide haben ihn aufgelauert und, haben uns dann den Loot geteilt. Hast du das Video von Wann habt ihr das gemacht? Wie bitte, was ist los? Schon lange her. Ist schon lange, was ist Frame? Hast du, hast du das aus VitaWars Sicht mal angeguckt? Nö, warum? Nee, würde ich mal machen. Ziemlich interessant. Was denn? Okay. Was war denn? Ja, wie er reagiert hat. Ah nein! Der sitzt drei Folgen daran, Sand abzubauen. Da kommst du und bam, so der fliegt zurück zu seiner Pyramide, craftet das alles schön zu Sandstein. Boah, der hatte 2-3 Stacks Sandstein oder so, ne? Und dann fliegt er hoch und will an seiner großen Pyramide weiterbauen und auf einmal, ja, ist er tot. Wie böse. Und er tat mir wirklich leid in dem Moment. Also, ja, super, jetzt kann ich nichts mehr machen. Boah, scheiße. Ja, geil, Alter. Da freut er sich. Ja, ich fand's irgendwie cool. So, was muss ich drücken, damit das aufgeht? Das Minions gedünst? Z. Erstmal welches Spawn, dann Z. Ja, Z geht nicht. So, aber bevor die Folge zu Ende ist, ich hab mir das Video mehrere Male angeguckt und eigentlich hätte er uns töten müssen, weil eigentlich hätte er uns gesehen. Ernsthaft? Ja. Hat er nicht drauf geachtet wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich meine, Slimes, die fliegen, ne? Das darauf sollte man achten. Ja, trotzdem, ich habe uns selber da nochmal in seinem Video gesehen. Ich habe gedacht, ihm wäre das aufgefallen, ist aber nicht. Aber war sehr interessant. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns in der neuen Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.